Da haben wir gerade drüber gesprochen, über Migrationspolitik. Und Sie haben vor der Pause gesagt, diese Migrationspolitik müsste zur Chefsache erklärt werden und es müssten Änderungen passieren. Sagen Sie uns doch mal jetzt auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer so drei Punkte, was der Chef, nämlich Scholz, machen müsste. Also ganz wichtig bei der beim Migrationsthema ist, ich habe es vorhin angesprochen, unsere Strukturen passen nicht ganz. Also erstens müsste er die Kommunen dringend mit den Mitteln ausstatten, die sie brauchen, um dauerhaft verlässliche Strukturen einzurichten und um auch beim Thema Integration ausreichend Personal einstellen zu können. Zweitens müsste er ganz dringend mit Frau Faeser gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Grenzen innerhalb Europas auch so geschützt sind, dass wir hier nicht einen freien Durchlauf nach Deutschland haben. Wir erleben das nämlich von Russland aus, klar gesteuert nach Deutschland. Da muss ich mit den europäischen Partnern reden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt ist, Anreize, keine Anreize mehr in die Welt zu setzen, sondern das, was Anreize schafft, zurückzufahren, Sonderaufnahmeprogramme einstellen und auch in vielen Teilen auch auf Sachleistungen umstellen und der Europäischen Kommission klar anzeigen, dass Deutschland nicht mehr bereit ist, weiterhin in der großen Anzahl auch Migranten aufzunehmen, dass wir eine bessere Verteilung innerhalb Europas brauchen. Das wäre aus meiner Sicht wichtig. Das sind schnelle und zügige Schritte für unser Land.